Heute schauen wir uns wieder mal eine Kamera an. Aber nicht die große von mir, sondern die kleinste. Da geht's heute um die Diana Baby. Und wer jetzt glaubt, dass das irgendwie eine optische Täuschung ist, also, die ist wirklich so klein. Trotzdem hat sie einige Gemeinsamkeiten auch mit der großen. Und sie kann ein bisschen mehr, als wenn man sich im ersten Moment denken würde. Schauen wir mal. Das erste, was da dabei ist, so wie bei der, das Objektiv kann man tatsächlich wechseln. Da ist ein Wechselobjektiv dabei. Das setzt man einfach an. Fertig, das war's. Das sogenannte Normalobjektiv ist in dem Fall 24 mm. Hat einen fixen Fokus von 1 Meter bis unendlich. Und das da ist ein 12 mm Objektiv. Hat eine Entfernungseinstellung fix von 0,4 bis unendlich. Und beide arbeiten, weil der Verschluss und die Blende da im Gehäuse drinnen ist, mit einer Blende von 8. Und von den Belichtungszeiten kann ich da unten umstellen zwischen N und B. Also normal und Bulb, also Langzeitbelichtung. Das horcht sich dann in etwa so an. Tja. Dann hat dieses winzige Ding, man möchte es kaum glauben, da einen Sucher. Da kann man gleich durchschauen. Und wenn man da genau schaut, dann sieht man da in der Mitte drinnen noch so vier kleine Winkel, die also das ungefähr eingrenzen, was man mit einem Normalobjektiv sieht. Und wenn man alles nimmt, was man da drinnen sieht, dann ist das ungefähr der Bereich, den das Weitwinkelobjektiv da darstellen wird. Jetzt fragt man sich natürlich, bitte, was geht denn da für Film hinein? Ja, das ist auch lustig gelöst. Da haben wir gerade den Deckel da drauf. Das werden wir uns jetzt gleich noch anschauen. Da unten ist nämlich noch ein zweiter Schieber. Und das ist ein bisschen eine Nestelgeschichte. Gell? Also ich muss den Schieber da zu mir schieben und kann dann dieses Gehäuse da hinten, also diesen Gehäusedeckel eigentlich, runter tun. Der ist tatsächlich nur gedacht für die Vitrine, dass das Ding nicht so nackert ausschaut. Weil dann gibt es da das zweite Teil. Das schaut halt jetzt optisch nicht so schön aus. Gell? Das klemmt man da hinten dran. Ja, wenn das so einfach ginge. Gell? Das sollte eigentlich mit einem Klick reingehen. Da ist der Klick. So, jetzt hat man halt da so ein seltsames Gebilde da hinten oben. Da legt man dann den Film ein. Was ich da zuerst noch vergessen habe zum Sagen, wenn ich sie da so herumdrehe, fällt einem auf, da oben. Das schaut doch nicht etwa aus wie eine Blitzbuchse, eine PC-Sync-Buchse. Doch, das Ding kann auch blitzen. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, hey Moment, da ist eine Abdeckung drauf. Die ist ja durchsichtig. Bitte, was kommt denn da für Filme rein? Also, da gibt's von Lomo, diesen da. Den habe ich jetzt so zum Ausprobieren. Das ist ein 110er Pocketfilm. Ja, die kommen in solche Sacken dann. Die reißt man dann auf. Und da sind dann diese Kassetten da drinnen. Da steht schon, das ist ein 200er Film. Und den nimmt man jetzt, tut das durchsichtige Ding da weg, legt sie da drauf und schwenkt das wieder da hinein. Fertig. Das war's. Film ist eingelegt. Eigentlich fast mehr aufgelegt, gell? Man sieht dann da drinnen die Pfeile. Ich habe da so ein kleines Zahnradl. Mit dem kann man dann nach links hinüber, ich mache es jetzt gerade noch nicht, immer um ein Bild weiterspulen. Diese Pocketfilme haben früher ein Format gehabt, das ich jetzt gar nicht mehr weiß,
aber in Anlehnung an die Diana und die Große nimmt diese Kamera da quadratische Bilder auf. 17x17 mm sind dann die Negative groß. Wie schaut denn da ein Blitz aus, der da aufgepasst, gell? Also ich habe da bei mir den Fritz, den Blitz. Und wie ich den damals gekauft habe, da war so ein komisches Ding da dabei, dass ich mich gefragt habe, was ist denn das? Und erst mit der Diana Baby bin ich dann draufgekommen, das ist tatsächlich ein kleiner Adapter. Wenn da die Filmkassetten drauf ist, oder wenn dieser Filmhalter da drauf ist, dann kann ich das da einlegen. Damit hat jetzt diese kleine Diana Baby das, was sie braucht, um mit dem Fritz de Blitz zu fotografieren, nämlich ein Stativgewinde. Man könnte tatsächlich als wirkliches Stativgewinde auch benutzen. Aber jetzt reicht es einfach, wenn man dann hergeht und sagt, okay, das schrauben wir da unten dran. So, das ist jetzt ein bisschen einhändig, ein bisschen seltsam. Also. Und man glaubt es kaum, kann man mit diesem winzigen Ding da Blitzaufnahmen machen. Und der Fritzblitz, der hat auch noch die Möglichkeit, die Leistung zu reduzieren, von ganz ein halb, ein Achtel. Und ein Sechzehntel geht auch noch. Unvorstellbar, gell? Ja, dann schauen wir uns mal an, wie die Fotos da werden. Ich habe dann noch einen zweiten Film verknipst. Das ist der Schwarz-Weiß-Film. Da habe ich dann probiert, auch mit Orange- und Rotfilter, was da passiert. Das schauen wir uns jetzt an.